Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored mit mir, dem Lukas, auf Void LP, genau, auf dem Void LP Kanal. Ja, ich nehme mal wieder auf Dishonored. Hab ja auch jetzt, wenn ihr mal rechts auf den Kanal schaut, da seht ihr ja so eine Auflistung von allen Spielen, die wir gerade machen, und da steht halt Dishonored, wenn Zeit ist, wenn Bock ist, und ich habe gerade Bock und deswegen nehme ich jetzt auf. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Brandmarkungsanweisung zum Besprechungszimmer. So, das für die Bezirk. Muss ich jetzt gerade mal kurz gucken, was unsere Ziele sind. Finde Emily. Nimm das Espresso-Tage von Oberhausseher Campbell an dich. Besprechungszimmer des Oberhausseers. Nicht tödlich. Das Zeichen des Ketzers. Durchsuche das Archiv nach Informationen über das Zeichen des Ketzers mit dem Aufseher. Der Hauptmann Corvo. Ja, Corno, der darf nicht sterben. Kehre zur Lumpengräfin zurück. Ja, das mache ich dann. Müssten ja eigentlich dann zurücklaufen wieder. So. Und jetzt haben wir nur noch zwei. Gut. So, ich weiß schon gar nicht mehr richtig die Steuerung. Wir hüpfen jetzt einfach mal hier runter. Wir machen jetzt einfach mal, würde ich sagen, Nachtsicht an. Und gucken einfach mal, wie wir hier durchkommen am besten. Oh je. Können wir uns da raufporten? Oh, das wäre geil. Mist, jetzt kommt der wieder. Schnell. Vielleicht können wir den dann aber auch raus, so schlafen legen. Gucken wir mal. Wo sind jetzt der andere hin? Nein! Ey, der hat mich nicht gesehen, ne? Sag mir, der hat mich nicht... Der hat mich nicht gesehen! Ach, wie geil. Der andere steht da hinten. So, jetzt habe ich beide im Blickfeld. Ach, der hat gepinkelt. Okay. Alles klar. Und jetzt kommt der wieder. Mhm. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. In der Tat. So, der tut jetzt... Ja, der hat doch eben geraucht. So, der dreht sich jetzt bitte nicht um, ja. Ich will den nämlich jetzt ausschalten. Aufstehen, sofort! Schnell laden! Nee, nee, wir machen das nicht. Oh je, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Nee. Ich habe doch... Spielladen. Hier. Ja. Da will ich hin. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein Sie, geh doch. So. Gut, dann gehen wir wieder jetzt hier hin. So, der geht jetzt hinter zum Ratte. Was läuft der jetzt? Geh ich mal hin. Pack ich das? Oh, fuck. Geh vorbei. Warum flüstere ich? Ja, der pinkelt jetzt bitte. Pinkel. Bitte dreh dich nicht um. Du bist ziemlich nett. Müssen wir den irgendwo verstecken. Wir können ihn ja erstmal hier hinten hinlegen.
Und wenn jetzt der andere kommt, dann können wir den ja auch mitnehmen. Wo ist denn der? Wie ist denn der? Der läuft jetzt nicht hier lang, oder? Toll, läuft da gar nicht. Jetzt bleibt er da stehen. Du bist ja echt nett, bist du. Bist sowas von nett, ne? So, komm, ich hol dich jetzt. Zack. Dann haben wir dich. So, jetzt ist hier niemand, also ich sehe niemanden mehr. Machen wir auf. Dann schmeißen wir den rein. Jetzt holen wir noch den anderen. Guck mal, man sieht so ja die Hand von hier. So, du kommst auch mit. Man kann leider nicht rennen, wenn man die auf der Schulter trägt. So schwer, so dick und fett, ey. Mein Gott. So, und jetzt kommst du auch noch hier rein. Jetzt machen wir hier zu. Schönen Schlaf. Wünsche ich. Warte mal. Habe ich die jetzt ausgenommen? Ja, anscheinend. Okay, da drüben ist auch noch einer. Hier ist erst nochmal ein Elixier. Kommen wir hier hinten irgendwo lang? Nee. Also, das mit der Lumpengräfin kann man bestimmt irgendwann noch machen. So. Wir müssen doch hier hinkommen. Also wir müssen ja dann irgendwie auch zurückkommen, ne? Wir müssen ja zu ihm wieder hin. Wo war's denn hier? Wo? Oh, hier ist eine Tür. Hm. Vielleicht ganz interessant, mal hier reinzugucken. Oder auch nicht. Alter. Oh, der guckt da jetzt gerade rein. Fuck. Nein. Du hast mich nicht gesehen. 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 Ja, er hat mich nicht gesehen. Alter. Ja, beweg dich doch mal weg, Mann. Oder muss ich dich mit dem Betäubungsfall wegholen, ey? Hallo. Jetzt rauch. Doch nicht. Jetzt hol ich dich. Dein Rumlaufen ist zu Ende. So. Weißt du, wo du jetzt hinkommst? Ich weiß es. Zu den anderen. Ach komm. Sieht doch schön aus, wenn sie da zusammen kuscheln. So, was liegt denn hier? Kornos Besuch. Wayland, Hauptmann Korno und sein Gefolge werden heute Abend kommen. Sorgen Sie dafür, dass Sie den Kontrollposten ohne Zwischenfälle passieren können. Ich möchte, dass Hauptmann Korno gut gelaunt ist, wenn ich mit ihm im Besprechungszimmer ein Getränk zu mir nehme. Bereiten Sie außerdem die Verteidigung des Kontrollpostens auch von innen vor, falls die Verhandlung nicht gut laufen sollte. Nicht, dass ich davon ausgehe, aber ich möchte, dass Ihre Aufseher vorbereitet sind, falls Korno und seine Männer dem Ruf der Stadtwache gerecht werden sollten. Oberaufseher Campbell. Ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird. Missionshinweis hinzugefügt. Okay, gucken wir mal. Ah, hier, guck hier. Campbell wird sich im Oberaufseher treffen. Es gibt eine Methode, um Aufseher zu kommunizieren. Sogar den Oberaufseher persönlich, die dafür nötigen Vorgänge sind, findet sich im Buch in den Archiven. Oberaufseher Campbell trägt das schwarze Buch jederzeit bei sich. Okay, also ist es in den Archiven nicht wahrscheinlich. Campbell will Hauptmann
Corno vergiften. Ein Aufseher niedriger Range wurde dazu erpresst, Gift in einem Trink zu geben, welcher nach ihrer Besprechung für Corno bestimmt war. Griff, Verkauf, Plünderware im Plondix Way. Oberaufseher Kelb ist der Kopf der Müller. Ja, okay. Sprengmine. Ein Sprengmine haftet auf allen Oberflächen, indem du zunächst zielst und dann linke Mausdrücke aktiviert ausgelöst, wenn ein Gegner sich nähert und schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich. Sieht auf jeden Fall nicht sehr schön aus. Voll. Oh, Kabelwerkzeug. Ja, schneller kann ich. Ich nutze aber das mit dem Mausrad, das ist besser. Ups. Ich wollte den Nachtsicht eigentlich anmachen, aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Also das ist da oben, was bei mir voll ist. Oh, guck mal da. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja. Wow. Ich glaube, hier gehen wir nicht lang. Ich habe eben einen anderen Weg noch gesehen, und zwar hier oben. Komm, da warst du eben. Zack. Hoch. Spiele auf deine Art. Alternative Wege. Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um deine Ziele zu erreichen. So, dann machen wir erstmal F5. Und tun somit schnell speichern. Ah. Aua. Komm, ich will wieder hoch. Ich will wieder da hoch. Mann. Ups. Ist hier eigentlich eine Rune oder sowas? Hab ich noch gar nicht geguckt. Da. In Runen. Komme ich vielleicht, wenn ich da hochgehe, darauf? Ja. Tee, um einen Trank zu trinken. Alles klar. So, jetzt gucken wir mal. Also, da steht einer. Da steht einer. Wir gehen erstmal da rein. Dann müssen die erstmal sich jetzt umdrehen, dann hüpfen wir schnell da runter. Die Lage ist schlecht. Könnte schon die Stadt noch schlechter stehen. Aua. So. Stehen da zwei noch. Ich kann mich nicht hier durch teleportieren. Kann ich mich da hoch teleportieren? Das wäre so die Schleichmission, ey. Boah, ich glaube, ich kann sogar da oben drauf. Ja, ich mach nochmal F6. Ich habe mir da oben gespeichert. Aber ich glaube, wir können hier oben drauf. Das wäre natürlich. Das wäre so geil. Können wir nicht? Wir kommen da oben, müssen wir drauf können, da ist was. Vielleicht, da kann man hoch. Geht da mal hoch? Ja! Herrlich. Was liegt denn hier? Kringsfeder? Holger Square. Ja, siehst du mal hier, ne? Schön hier lang sneaken, wenn man sich nur ganz genug sieht. Oh. Jetzt kann man sogar hier rein.